Noch immer verdienen Frauen in Deutschland 23% weniger als Männer. Damit ist Deutschland eines der Schlusslichter in Europa. Ein einziger Skandal. Deshalb beteiligen wir uns als Linke am Equal Pay Day. Wir fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es kann nicht sein, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen, nur weil sie Frauen sind. Das muss verboten werden, und zwar per Gesetz. Und es kann nicht sein, dass Frauen immer die schlecht bezahlten, unsicheren Jobs machen müssen. Mit einem gesetzlichen Mindestlohn würde sich vor allem die Einkommenssituation von Frauen erheblich verbessern. Ein gesetzlicher Mindestlohn muss deswegen spätestens zum 1. Mai eingeführt werden. Die Bundesregierung muss endlich handeln. Nur auf die Selbstregulierung der Wirtschaft zu setzen, ist blauäugig und führt zum Stillstand. Frauen müssen endlich bekommen, was sie verdienen.